Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Runde Let's Play Alice 7 zur neuen Marsh Map, wo wir ein neues Ballensammelgespann haben, was glaube ich alle alten ersetzen wird. Aber soweit sind wir noch nicht ganz. Wir wollen jetzt erstmal den Drescher hier wieder losschicken, der noch so ein paar Meter zu fahren hat. Der hat jetzt sich abgebunkert gestern in der gestrigen Folge und heute schicken wir den nochmal hier auf die letzte Bahn. Abfahrer einstellen, dann macht er wahrscheinlich hier direkt weiter, wird den Rest noch ernten und gut. Der Strohsammler ist auch schon auf dem Feld angekommen. Wir fahren jetzt einmal rundherum. Wir können ihm auch noch ein bisschen begleiten, damit wir sicher sein können, dass er komplett bis zum Ende fährt. Der andere Drescher hat schon Feierabend gemacht. Auch in Ordnung. Dann wollen wir heute noch dieses Thema mit dem John Deere mal abhaken. Im Zweifel das alte John Deere Schneidwerk verkaufen und das neue, was wir gekauft haben, dann nutzen. Dann haben wir nämlich jetzt nur noch vier Drescher und alle mit diesem praktischen Schneidklapp, also hier Klappschneidwerken und gleiche Größe. Das heißt, wir können die Drescher viel besser benutzen. Der Strohsammler ist schon wieder voll. Macht sich jetzt auf den Weg, wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen verfahren. Keine ganze Schneidwerksbreite, ne? 85%. Also, so wie es aussieht, kriegen wir nicht ganz die komplette Ernte rein. Ganz bisschen was wird liegen bleiben. Der Strohsammler wird ja auch noch ein paar Stunden zu tun haben. Andere Überlegung natürlich dann, wenn wir genug Stroh dort haben. Also, er fährt noch 2-3 Mal. Vielleicht auch 4-5 Mal. Dann haben wir schon genug Stroh beisammen. Und dann könnten wir natürlich dann überlegen, hier auch noch den Rest an Ballen zu pressen für die neuen schönen Strohlagerhallen beim Rinderhof. So, was ist hier los? Da ist auch noch ein bisschen was drin, aber gar nicht viel. War das auch der Traktor, den wir vorhin weggeschnappt haben, ne? Jetzt weiß ich auch, warum nochmal meins den Trailer zu tauschen. Ne? Hätten wir hier das komplette schönere Gespann. Kurse schon mal. Oh ne, warte. Ach. Ich wollte den Kurs rausnehmen. Wir sind nämlich durch mit Ernten. Wir haben auch kein Geld für weitere Felder. So, hier gibt es natürlich jetzt auch gleich einen Trick, den wir nutzen können. Gut, dass er mir noch einfällt. Erstmal alles ausklappen. Aber die Drescher sollen natürlich jetzt wieder zurück zum Hof. Wir haben noch eigentlich diesen Kurs. Ist natürlich ein bisschen blöd gestartet. F33. Zur Hofsilo. Das ist natürlich nicht ganz an der richtigen Stelle, aber das als Überführungskurs müsste doch gehen, oder? Werden wir ja sehen. So, der Drescher kommt. Da haben wir tatsächlich die Roggenernte abgeschlossen. Guck mal, viel besser als mit Follow-Me-Mod, ne? Fährt er jetzt zum Hofsilo. Ne, er fährt im Kreis, ne? Weil wir keinen Haltepunkt haben. Er würde dann wieder zurückfahren. Wir müssen nur rechtzeitig merken, wann er beim Hof ist und ihn dann abbrechen, weil sonst fährt er ja hier wieder hin. Das macht dann natürlich auch irgendwie keinen Sinn. Reicht nicht ganz. Wir werden einen minimalen Rest hier behalten. Wir können aber überlegen, ob wir mit dem Drescher trotzdem zum Hof fährt und den Rest dann da erst abbunkern, bevor wir hier wieder mit dem Abfahrer noch wieder extra zum Feld fahren müssen. Ist ja auch ein bisschen blöd. So, wie gesagt, Karte im Auge behalten und gucken, wann der Drescher, der ist nämlich gleich schon beim Hof.
Der Fast Track hat durch den Reifen. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich tatsächlich heute auch wieder freigekratzt kriegt, weil hätte ich einfach die Halle ein kleines Stück versetzen sollen. Also ich passe die Karte dann den Kursplay an. So, Full. Ja, wir müssen aber erstmal kurz zum Drescher wechseln. Nützt ja nichts. So, und dann ist natürlich auch mal hier Tiere angesagt, ne? Ich weiß gar nicht, ob es so geschickt war. Aber eigentlich halten wir die Drescher jetzt hier am Hof. Wir verteilen schon irgendwie andere Fahrzeuge dann später auf den Rinderhof. Den John Deere, der sein Schneidwerk sich schnappen muss. Ist natürlich jetzt, wir kriegen das hier sowieso nicht richtig hin, ne? Der Fast Track scheint sich diesmal nicht zu befreien. So, und das Schneidwerk wollen wir verkaufen, das ist nämlich ein bisschen zu klein. Weil eigentlich sieht es genauso groß aus wie die anderen Schneidwerke, aber es ist halt ein Meter Unterschied so ungefähr. Und dann passt das eben nicht. Da fahren wir mit zum Shop. Apropos Ballen. Was machen die Silageballen auf dem Grasfeld? Aber da wir jetzt einen doppelten Lader haben, der aber glaube ich doch bei beiden auf 1,50 und Autoload an ist. Also ich weiß nicht genau, wie viele Rundballen darauf passen, aber ein paar sind es ja. Dann sollen wir mal gucken, das Schneidwerk sollen wir verkaufen hier, das vordere. Dann sollen wir ein passendes Klappschneidwerk nutzen von der Farbe. Das scheint mir aber zu sein, als müssten wir einen Farbton heller nehmen. Findet ihr auch? Ich denke schon. So, kann ich das noch reparieren eigentlich? Damit es eher wie neu ist. $19.000 verkaufen. So, und das ist dann tatsächlich ein bisschen zu dunkel, ne? Warte mal, wenn wir nochmal in ein Shopping-Menü reingehen. Nochmal in die Schneidwerke. Oh ne, nicht Erntemaschinen, Schneidwerke. Den haben wir, glaube ich, genommen. Der passt besser, oder? Ich will nicht sagen perfekt, aber doch. Da kann man mit leben. Der andere ist zu dunkel, ich finde der passt. Das andere wäre wahrscheinlich schon wieder zu hell. Ein bisschen Farbunterschied ist ja auch in Ordnung. Guck mal, dann haben wir das Thema endlich abgehakt. Jetzt haben wir alle Drescher auf der passenden Breite. Das Schneidwerk hier auch noch irgendwie zu verkaufen. Ist ja gar nicht genutzt. Kriegen wir es auch fast den vollen Preis wieder. Und schon können wir den John Deere Drescher hier auch zu unserer Stammflotte zählen. Und das passt dann von der Schneidwerksbreite. Sagen, hat er gar keine Anhängerkupplung. Hat er. Aber die funktioniert nicht, oder wie? Das ist jetzt nicht im Ernst. Hat er keine Tetscher hinten dran? Haben wir dann. Doch, da haben wir doch auch schon irgendwas mit transportiert, oder? Ich muss noch ein bisschen passen, aber wahrscheinlich zurück ranfahren. Oder auch nicht.
Ich sehe hier keine Reaktion auf den Attacher. Oh, nee, ne? Also brauchen wir doch einen neuen Drescher. Schneidwerk hätten wir jetzt schon mal, so wie es aussieht. So kann man die Zeit ja auch rumkriegen. Ankoppeln kann man, das passt auch ziemlich gut, außer dass es ein bisschen sehr hoch ist, ne? Einklappen das Schneidwerk. Es geht nicht besonders tief. Es passt tatsächlich. Ah, doch, ist ziemlich tief. Geht aber ein Stück zu hoch nach oben. Aber sieht trotzdem noch so aus, als würde es einigermaßen gehören. Aber der grüne Farbton ist immer noch nicht perfekt. Und natürlich steht New Holland Schrift sogar an der Seite. Das sind aber eher Kleinigkeiten. Mein eheres Problem ist, dass wir es nicht ankoppeln können. Ja, da seht ihr, ne, was da denn da so passiert. Wie gesagt, ich habe es halt logischerweise auch nicht vorher getestet. An sich sieht es so aus. Wir sehen ja hier die Anhängerkopplung. Oder hat der manuell Attacher drin? Nee, ne? Seht ihr eine Möglichkeit, was falsch ist? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Auffallen lassen. Der hat Feierabend. Die Kurse kann er rausschmeißen. Dann laden wir auch hier den Feld 33 zum Hofsilo. Bei dem ist es ziemlich einfach, ne? Da sieht man sofort, dass es klappt mit dem Ankoppeln. Ja, vielleicht brauchen wir einen neuen John Deere Drescher. So, das wird ein Überführungskurs. Dann sagen wir natürlich wieder wie immer Abfahrer einstellen. Und dann aktiviert. Obwohl er dann natürlich hier wieder hinfährt. Der Strohsammler ist wieder angekommen. Also der kämpft sich nach einer Zeit immer frei. Der kommt ja so millimeterweise voran und irgendwann ist er an der Halle vorbei. So, wir haben hier eine Menge Roggen. Das soll alles zur Mehlfabrik. Dann können wir ja mal hier rumfahren. Ne? Fahren wir mal so eine Strecke, die wir relativ selten fahren. Ich glaube aber, die ist zwar ein bisschen länger, aber die ist einfacher zu fahren. Und der ist schon wieder voll mit Stroh. Ja, und ab morgen, versprochen, Tiere. Einmal, glaube ich, wollten wir eine ganze Reihe Schweine loswerden. Also wir machen dann jetzt erstmal die Tiere, danach machen wir die Fabriken. Ich fahre jetzt hier, wie gesagt, bewusst diesen Weg einmal oben. Klar, das ist der Umweg über die Insel. Aber da man hier ein bisschen schöner fahren kann, glaube ich, ist es gar nicht so wild. Da kommen wir dann doch fast an der richtigen Ecke nachher wieder raus zur Mehlfabrik. Und das ist ja auch eine Ecke, da waren wir hier noch nie, ne? Einmal in einer Rundfahrt vielleicht. Aber ansonsten sind wir auf der Insel hier noch viel zu wenig gewesen. Weil wir ja noch gar kein Geld haben, um das Felder zu kaufen. Leider. Fehlt uns noch eine Menge Geld. Dann müssen wir bis zum Sommer erwirtschaften, das Ganze. Dann können wir natürlich auch, ne, indem wir hier einfach so einen riesigen Wald einfach mal fällen, das ganze Holz dann verkaufen. Später natürlich auch mit Hilfe von Kursplay und scheinbar dann auch mit diesen neuen Trailern, weil die wohl auch für Holz ganz gut geeignet sind.
gibt ja extra Holzaufbauten. Das kann man natürlich theoretisch bei uns an der Werkstatt umrüsten. Ganz praktisch, der Lexion steckt irgendwo im Verkehr fest, dann ist er schon am Hof angekommen. Man unterschätzt die Drescher immer, weil die so schnell sind. Rechts, links, Kombination. Das ist auch eine nette Gegend hier. Komische Streifen hier drauf. Ach so, genau, das war stimmt. Das ist auch unser. Da müssen wir eigentlich Hopfen anpflanzen demnächst für die Brauerei. Können wir auch mal gleich gucken, ob wir noch irgendwas anderes brauchen an Getreide. Na, der Fahrstock ist wieder im Stroh angekommen. So ein bescheuerter Kurs. So ungeschickt eingefahren. Das ist mal selbst schuld, ne? So, unser Big M oben beim Grasfeld 11 steht immer noch rum. Den wollten wir eigentlich auch mal losschicken. Oh, hier ist alles voll. Roggen, die erste Ladung ist zumindest auch schon da. Weizen-Spawner sind voll. Da müssen wir einmal mit dem LKW hier vorfahren. Das steht aktuell bei der Papierproduktion oder was auch immer. Das ist eher das letzte hier. Aber schön zu sehen, dass wir so viel Mehl haben für Kuchen, Brot und Backwaren. Das war das, was fehlte. Gleich müssen wir am Hof erstmal aufräumen. Und dann geht es endlich morgen an die Tiere. Denn für heute sind wir schon wieder am Ende, liebe Leute. Das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr bleibt morgen dabei, wenn wir die Tiere wieder versorgen. Was ganz dringend ist. Bis dann. Danke.